Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder mal, euer Gunshot, nach einer längeren Zeit, die ich kein Batman-Video gebracht habe. Ja, ihr wisst nicht, wie es bei mir auf Arbeit gerade drunter und drüber geht. Ich mach den Typen leiser, damit ich mich mal kurz mit euch unterhalten kann. Ja, Daisy stand dann erstmal im Vordergrund und braucht auch immer etwas viel Zeit, wenn ich das so sagen darf, was gerade die Bearbeitung angeht und so weiter. Natürlich soll Batman weitergehen, deswegen mache ich jetzt gerade das Video. Und ich muss euch eins verraten, ich hatte auch Probleme mit dem Speicherstand, der war irgendwie ja, fehlerhaft, wie es schien. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich geladen habe, bin ich auf dem Blackscreen gelandet. Ich musste dann ein Kapitel vorher so ungefähr wieder anfangen und bin jetzt aber wieder ungefähr bei derselben Stelle. Weiß jetzt allerdings gerade nicht, was genau der Auftrag ist. Ich soll hier auf jeden Fall hin. Also renne ich hier hin. Mysteriös. Ich weiß nicht, was ich als letzten Menüpunkt ausgewählt hatte. Whoop. Nein, kein Hechtsprung, kein Hechtsprung. Wir wollen uns hier, glaube ich, irgendwas angucken. Hier ist ein Eingang. Warte mal, hier war Dingens schon. Das kommt uns doch bekannt vor, nicht wahr, liebe Freunde? Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert. Für meinen Geschmack nur ein klitzekleines bisschen zu tot. Also jetzt wird er mir langsam unsympathisch, ne? So langsam. Ich möchte einmal runterfahren, bitte. Okay. Sir, wie werden Sie Marcel Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordons Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Alfred. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Ja, Betty, erzähl's doch. Mensch. Mach doch einfach. Was ist denn zu verlieren? Ist nun mal die Wahrheit, ne? Schön, dich zu sehen, Batman. What? Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Scharlatane, allesamt! Ich sage dir, Betz, jetzt weiß ich, wie sich Elvis gefühlt hat. Du weißt schon nach seinem Tod. Nicht gleichzeitig, beide. Beruhigen Sie sich, Henry. Wir versuchen, ihr Leben zu retten. Ich beruhige mich nicht. Ich habe genug vor dem Stochern und Stoßen, dem Eingesperrtsein mit den Irren. Du hast kein Recht, mich festzuhalten. Kein Recht! Glauben Sie mir, hier ist es sicherer als da draußen. In ein paar Stunden ist es aus, wenn Sie kooperieren. Die von dir angeforderten Infos sind hier auf dem Batcomputer. Sieht gar nicht gut aus. Lass mich meine Frau anrufen. Bitte. Mein Schatz Judy. Ich fürchte, ohne mich kommt sie nicht klar. Du gehst mit Ivy ein Risiko ein. Meinst du, sie hilft uns und verschwindet dann einfach? Keine weiteren Tests, Batman. Bitte. Ich will nur nach Hause. Versetz dich in meine Lage. Was würdest du tun, wenn man dich wie eine Laborratte behandelt? Sir, die Langstreckenscanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nicht, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobil in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint.
Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Und er hat es natürlich nicht erzählt. So eine Scheiße. Ich sehe es schon kommen. Robin knallt uns hier am Ende ab. Was? Jetzt ist der da drin. Nein, nein, nein. So wird das nichts. Du bringst uns da nicht rein, Brucey. Das wäre wie eine schlechte Sitcom. Zwei verrückte Mitbewohner. Eine Quarantänezelle. Ich kenne mich mit Comedy aus. Das wird lahm. Bestimmt. Ja, labert, ey. So. Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Klassischer Joker-Zug. Etwas wahrhaft Schönes passiert hier, Bats. Oh Mann. Aber wo recht hat, hat er recht. Das wird Robin 100 Pro nicht verkraften. Muss ich auf jeden Fall diese Kackdrohne da zerstören. Also ich wuchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel-Nonsens. Ha! Ja. Oh, Bruce, vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham Knight zu erledigen. Das wird dein Abgesang. Die letzte gute Tat, die du vollbringen wirst. Der hat heute ganz schön viel zu quatschen. Muss ich jetzt gerade mal so feststellen. Wir machen uns erstmal auf den Weg zu dieser kacki, fucki, Duggi-Drohne da. Und wieder eine Durchsage. Noch. Hm. Noch fürchte ich nichts. Außer, dass ich gerade die ganze Zeit so dran denke, wo diese Gargoyle-Viecher sind. Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Freund. Wo war ich mir nicht so sicher? Noch 800 Meter bis zur Zielankunft. Das ist doch der von Superman. Was will der denn jetzt hier in Gotham? Immer noch keine Neuigkeiten über die weibliche Geisel. Vielleicht brauchen sie ja bloß nicht mehr. Das war ja ein Paradeanflug, Mensch. Steck mal ein, das Ding. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Oder auch nicht. Mit dem Relay-Chip kann ich die Drohnen zeitweise blenden. Das gibt mir genug Zeit, die beiden Radartürme lahmzulegen. Ach, der passt doch noch da rein. Unterbricht vorübergehend die Drohnenzielerfassung. Was? Unterbricht vorübergehend die Drohnenzielerfassung. Gerät kann nur eine Drohne nach der anderen ausschalten. Okay.
Zerstöre das Radarnetzwerk des Arkham Knight. Ich muss das Radar zerstören, bevor die Drohne wieder aktiv wird. Sollte sich machen lassen, lieber. Oh. Oh, nee. Wir sind tausend und erst allein. Die sind uns noch besser, als in der Wüste abgelaufen, Rationen zu fressen und sich beschießen zu lassen. So, das machen wir. Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die erste Radarantenne wäre erledigt. Gehen wir mal zur nächsten, ne? Eine Störung. Ich weise einen Techniker zu. Negativ. Das war Batman. Radarantenne B bereit machen. Das Primärziel nähert sich. Wir dürfen das Radar nicht verlieren. Es ist das Einzige, was sie davon abhält, seinen Panzer auf diese Insel zu bringen. Na komm, zieh dich da hoch. Danke, Betsy. Ne? Deine Technik sollte das schon mal hinkriegen, ja. Batman ist da. Jetzt im Fortmann-Bereich sichern. Das ist mir klar. Was mache ich denn hier? Das war's. Oh, Bruce. Ich weiß, was du von dieser Möchtegern-Fledermaus hältst. Das ging mir mit diesen billigen Joker-Kopien in den Filmstudios auch so. Es kann nur einen Joker geben, Bats. Und der bin ich. Also, du. Okay, wir. Also sei ein guter Junge und schlachte alle für mich ab. Der Joker-Genpool gehört gereinigt. Der Joker-Genpool. Aha. Das ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Das Distanz-Hacking-Gerät war auf 0 dort. Ja. Mensch, wie mir die Steuerung gemerkt da, Freunde. Mal eben schnell kaputt machen, den Scheißding, ne? Kabelapparatur rausziehen und dann geht es. So, mach ich die auch kaputt? Ich hab die geblendet. Du siehst nichts mehr. Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus, oder? Doch. Ich hab ihn nämlich vor kurzem gesehen und er sah echt aus wie eine riesige Fledermaus. Oh mein Gott. Ich hab ja auch ein Kostüm an, du Sack, ne? Meine Fresse, ey. Kaputt. Und nö. Alfred, das Radar ist Geschichte. Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstreckenraketenwerfer. Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich den Batwing entsenden und den Cloudburst scannen. Ich bin auf dem Weg. Ach, jetzt ist hier auch noch ein Langstreckenraketenwerfer. Von dem hat er aber eben nichts erzählt. Wir haben das zweite Radar verloren. Wie kann das sein? Er hat es an den Geschützturm vorbeigeschafft. Haltet den Raketenwerfer gefälscht bereit. Ich herrsche über den Himmel. Nicht mehr lange, mein Freund. Das kriegen wir nämlich ganz schnell vernichtet. Mein Radar ist zerstört. Er will uns ans Leder. Lass ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätzt ihn nicht. Er sagt uns ja halt ständig.
da tobte Betty sich auch immer ordentlich aus, ne? Also ich meine, oh, Klos. Ob ich hier einen erwische? Na, kurz mal hier hinter die Wand verschwinden, Betsy. Okay, achso. Oh oh. Euch werde ich mal kurz von hinten aufmischen. Nein, diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht. Okay, Betsy, wir müssen uns mal kurz verziehen, wir müssen uns mal kurz verziehen, wir müssen uns mal kurz verziehen. Okay. Das wäre nämlich schon wieder zu knapp geworden, auch wenn ich... Wenn ich die Kugelsicherung da von meinem Betty-Anzug aufs Maximum schon gepackt habe, halte ich doch nicht genug aus. Die Angst ausschalten. So. Oh, Alter. Ich raste aus, Leute. Ne? Ich krieg einen zu viel, wenn ich so eine Scheiße jedes Mal durchmache. Wo kommt denn der zweite da wieder her? Du stirbst hier. Und deine Legende stirbt mit dir. Und du bist hässlich und wirst es auch immer bleiben. Also halt deine... Ich wollte schon wieder... Nicht fluchen. Nicht fluchen. Meine Güte. Die mit ihren scheiß Knarren, ne? Betty, warum legst du den nicht einfach mal im Maschinengewehr zu? Er will uns ans Leder. Lass den. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich hab keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns ja nicht ständig. Uns hat die Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat noch mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm gerade aus. Wie schalte ich denn das aus? Ach, erstmal muss ich wieder die Leute... Ich hätte ja gedacht, ich könnte... Vielleicht... Ich mach's mal auf die leise Art. Hoffentlich zeigt sich Batman. Wir sind bereit. Und wieder unter die Gitter. Meldung, ihr alle! Roger! Hier! Verstanden! Wo sind die anderen? Findet sie! Sofort! Wo, ja, wo sind sie die? Er hat sowas wie eine Granate geworfen! Er spielt mit uns! Seid ihr oben? Ich sehe nach. Wo? Hier drüben! Ja, wir sehen uns dort! Was heißt denn hier drüben? Typen, verratet mir nochmal eure Position. Da. Ah, hallo. Ping. Oh, 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 oh. Mensch, 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 Mensch. Ziel bewegt sich. Ich brauche Hilfe. Das wird ihn auch. Wirst gleich brennen, Batman. Granate. Fuck, Alter, wie lange brennt der Scheiß denn? Wo ist der? Wie geht der? Wie macht er das? Der ist überall zugleich. Och, Leute, das ist nicht der Ernst, ne? Es ist... Ich alles auf schwarz gesetzt und doch verloren. Halt die Schnauze.
Was passiert, wenn man da wieder raus ist aus dem Metier? Was passiert denn? Stufenanstieg habe ich aber nebenher geschafft, liebe Leute. Stufenanstieg habe ich geschafft. Mein Radar ist zerstört. Er will uns ans Leder. Lasst ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätze ihn nicht. Er sagt uns ja nicht ständig, jetzt hat die Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, das geht. Was war das? Halt die Fresse! Was machst du, Betty, Alter? Hast du eben schon mal gesagt. Und ich habe schon wieder null Verteidigung, was meine... Meinst du, wir haben ihn verscheucht? Verlass dich nicht drauf. Er ist immer noch da draußen. Ja, ja. Wenn er wieder auftaucht, puste ich ihm das Hirn weg. Was seid ihr denn jetzt? Seid ihr wieder weg, oder was? Ihr wollt die besten Soldaten sein? Ihr habt keine Sekunde meines Trainings verdient. Wenn es so wäre, hätte er keine Chance gegen euch. Noch mehr. Wie viele kommen denn da? Glaubst du, er ist weg? Nein, er wartet nur ab. Halt die Augen offen. Ah! Was zum hier lang? Da drüben! Bam! Ich hoffe, ich habe euch jetzt endlich ausgeschaltet, ihr kleinen dreckigen Lutscher, ey. Ich kann die Panzerung der Raketenwerfer nicht durchdringen. Ich brauche etwas mit ein wenig mehr Durchschlagskraft. Er ist von einem Schutzschild umgeben. Im Kontrollraum kann ich ihn deaktivieren. Bad Sigma? Ich soll irgendwas im Kontrollraum deaktivieren. Senke die Barrieren. Ach so. Dazu muss ich jetzt erstmal in den Kontrollraum gehen. Und über die Treppen? Da kann ich nicht reingläuten. Das ist aber oldschool hier. Ah. Oh. Hier steht fleißig der Laptop. Oh, und Kaffee. Ich bleibe im Kontrollraum und steuere das Auto von hier. Ich darf nicht zulassen, dass die Miliz die Verteidigung von hier wieder aktiviert. Ich hatte heute übrigens noch keinen Kaffee, ne? Leute. Alfred, du musst die Brücke absenken. Verstanden, Sir. Wie ich sehe, kommen Sie gut mit dem Fernlenksystem des Batmobils zurecht. Ja, das komme ich natürlich Sir, selbst... Sir, Batman lässt alle drei Brücken zu Founders Island runter. Seine Panzer. Er will die Raketenwerfer mit seinem Auto zerstören. Schickt Einsatzteam Delta ins Zielgebiet. Wer, Sir? Was ist mit dem Batmobil? Aktiviert die Cobra-Schwadron. Macht es nieder. Wie komme ich da oben hin?
geballte Ladung Schmerz gefasst, Batman. Feind entdeckt! Riker 1! Fuck! Uiuiuiui, den habe ich nicht gesehen, den zweiten. Oder dritten und vierten. Okay, die sind jetzt erstmal weg. Die werde ich jetzt kurz ausschalten. Müssen, glaube ich. Oder? Komme ich da so irgendwie hin? Ich glaube. Dahin. Nee, da komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Die sind jetzt unter mir. Aber ich muss ja irgendwie da hochkommen. Zu diesen Dingen da. Ja, da muss ich hin. Aber wie? Von unten nicht. Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich da oben hin? Na hier, das ist der Lift. Genau, ich glaube, ich muss... Ich muss die Cobra-Panzer ausschalten, dachte ehe ich, mich um den Raketenwerfer kümmern dachte kann. Ich mir... Ich habe mich zwar lautlos an den vorbei bewegt, aber nein, Betty, wir müssen erst wieder alles knall, zuck, bang, kaputt machen. Damit du deinen Spaß hast, jo. Kein Feind in Sicht. Das bedeutet nichts. Er ist da. Vertrauen Sie mir. Hat er gerade gesagt, vertrauen Sie mir? Redet er jetzt mit seinen Soldaten per Sie, ja? Die bewegen sich gerade alle ein bisschen nah aneinander, Leute. Guckt, seht ihr das? Der eine scannt den Bereich, der andere den. Wie soll ich da noch rankommen? Ja doch, der geht weg. Der dreht wieder um. Oh, Alter. Die da decken sich gegenseitig. Ist doch zum Kotzen. So, Wie ist der Status, Sergeant? Unterwegs, Sir. Etwa 2 Kilometer südlich der Zielposition. Batman ist in Russia, ich hab ihn. Uiuiuiui, das wird ja immer knapper hier, meine Freunde. Und nochmal Anlauf fahren. Na, weg. Weg, weg, weg bin ich. Weg. Weil du denkst doch wohl nicht, dass ich... Ups. Warte, wenn ich jetzt hier so ein schräg fahre. Ne, der scannt genau den Bereich ab. Das heißt, ich werde mich einfach mal dahin bewegen. Cobra-Drohne verloren. Du lockst mich nicht daraus, Batman. Okay. Ja, ja, dann mache ich das halt nicht. Wir wissen, wo du bist, Batman. Du wirst diesen Kontrollraum nicht lebend verlassen. Ja, ist gut. Das habe ich alles so verstanden. Ich akzeptiere deine Meinung und werde dir aber sagen, dass ich das anders sehe. Etwas. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Ja, programmier mal. Ich fürchte, 5 Panzer waren nicht genug. Ach, wie kommst du denn darauf? Ich habe doch bloß... Ui. Wir haben ihn verloren, Sir. Ich ziehe. Unser Moment wird kommen. Wir werden seine Leiche durch die Straßen schleifen. Hm. Wie nett. Aber vorher mache ich dein Spielzeug kaputt, okay? Putte, putte, mach. Davon habe ich noch mehr im Angebot. Ich glaube nicht.
Ich glaube, das war der letzte, Einsatz, mein Freund. Team Delta auf dem Weg. Sie nähern sich dem Zielgebiet. Du sitzt in der Falle, dunkler Ritter. Ein guter Kampf, aber jetzt bist du dran. Zeit, die Raketenwerfer auszuschalten. Ach, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ach, jetzt kriege ich sogar... Oh, jetzt werde ich sogar vom GPS zum Ziel geleitet. Welcher Service? Ach so, ich soll da rüberspringen. Ja, na klar. Ach nee, soll ich nicht. Halt mal, ich kann hier irgendwas machen. Ich kann bestimmt den Winkel verändern. Sag ich ja. Hab ich gewusst. Sauber. Ziel ist im Kontrollraum. Rücken vor zum Sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Oh oh. Erwischt. Okay, okay. Ich geb auf. Wo ist er hin? Fahrt den Schutzschild aus. Überwacht alle Zugriffspunkte. Wirklich. Er hat euch Jungs schon seit langem kommen hören. Diese Spitzohren sind nicht nur Show, wisst ihr? Sir, der Werfer ist sicher. Solange wir den Himmel beherrschen, wird er ihn nie finden. Gut. Liegen wir noch im Zeitplan? Jetzt beginnt die letzte Phase. Deine Geduld. Oh oh, jetzt geht's los. Oh, wer bist du? Noch nicht, dunkler Ritter. Muss ich jetzt mit dem Rest hier ab, oder was? Oh ja. Der gehört mir! Nee, das sollte helfen. Ich leiste dir Hilfe. Oh. Auf mit dir, Mann. So. Komm schon, Mann, Stern. Halt ihn ein! Keine Gnade! Mach ich den mal aus, Batman! Sag zu! Jawohl! Oh, das ist... Bleib an ihm dran! Bitte aus! Versuch jetzt mal meinen Arm zu brechen! Ich kassiere Teile aus, kassiere Teile aus. Ach, dieser Elektriker... Kacki-Typ hier wieder. Hat der gerade mit so einem Typen nach mir geschmissen? Jetzt werden die hier alle elektrisiert. Oh, Alter. Und das war's. War's. Ich wusste es. Leute, es ist einfach nicht zu schaffen. Ich weiß gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich ausgewählt habe. Ich weiß es jetzt nicht. Musst du vor nichts mehr Angst Wahrscheinlich haben. Super leicht. Juhu. Ja, ups. Oh oh, ich bin traumatisiert. Traumatisches. Oh, diese Elektrotypen, ne? Ich lasse es los. Komm schon. Alter. Hey, halt still.
Puh, Alter, das war arschknapp, Alter. Der Arkham Knight. Hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Er ist kein Geist, Alfred. Er wurde ausgebildet und er hegt einen Groll. Erweitere die Suche auf alle Personen, die meinetwegen nach Arkham geschickt wurden. Sir? Du hast mich gehört. Das dürften sehr viele Personen sein, Sir. Ich weiß, Alfred. Ich zähle darauf, dass du die Wahl eingrenzt. So, jetzt aber. Das Ding ist da oben. Habe ich nicht gerade eben die Winde noch gezogen? Verstehen, was hier passiert? Geht doch. Das Ding wehrt glaubst sich. Du einfach, Mann. Kannst mich austricksen? Glaubst du etwa, ich bin wie all die anderen? Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knight sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. Okay, jetzt da wir mit Kriegsspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab. Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatortuntersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Ich verspreche dir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Ja, sein Spinner. Ja, liebe Freunde, da haben wir wieder gut was geschafft. In der nächsten Folge kümmern wir uns um... Mein Gott, Sprachfehler. Ohne Kaffee geht's halt nicht, ne? Also, beim nächsten Mal kümmern wir uns. Ja, ich weiß nicht mehr um wen. The Arkham Knight wahrscheinlich. Riddler oder irgendwen von denen. Ist das so eine Art Hilferuf oder so? Ja, ich hoffe, dass ihr wie immer Spaß hattet. So wie ich auch. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn es wieder heißt Batman Arkham Knight, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, natürlich wieder konstruktive Kritik in die Kommentare. Erst taucht eine Armee aus Gangstern auf, dann wachsen und ansonsten verlasse ich euch mit dem Dazwischengequatsche. Ja, hört auf. Gucke an. Alles klar. Also, ich wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.